Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tutorial. Ja, heute wollen wir uns mal ein ordentliches Haus bauen. Aber wo, weiß ich noch nicht. Kann ich erstmal nicht sagen. Ich werde als allererstes erstmal mir einen Gang nach unten zur Höhle bauen. Und da ein bisschen Cobblestone oder mehrere wert Sachen zu finden. Nicht mal so angedacht. Ich glaube, ich baue mir einen Gang in die Tiefe hier hin. Weil dann kann ich auch ordentlich Cobblestone farmen und dann mir ein ordentliches Portier bauen. Ich weiß noch nicht, wie das so aussehen wird, aber da mache ich mir nach und nach Gedanken, weil das hier ein bisschen anders ist als in der regulären Minecraft-Welt, also in der regulären, die ich habe. Kann das ein bisschen schwieriger werden. Schaufel, brauche ich jetzt eine Schaufel? Grab jetzt mal den Kies so ein bisschen weg. Wem soll das denn schon stören? Na, Stürmi! Ja. Ich kam immer wieder auf die gleichen dämlichen Redethemen. Ich glaube, das stört bestimmt schon so richtig doll. Wir werden mal wissen, ob es unten überhaupt Bodenschätze hier gibt. Eisen haben wir schon mal gefunden. Aber auch nur ein kleines bisschen. Weil ich würde ja, obwohl das meiste hier schon angebaut ist, aber ich will noch mehr. Tage zu erforschen ist ja auch mal cool. Ist mal so abgedacht. Graben, 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 grabschen. Grabschen. Wie komme ich jetzt auf das schon wieder? Erklären bin ich leider zu doof. Ich bin ja auch ein School Animal. Das heißt auf Deutsch Feind von Schulen. Ja. Ja, Feind bin ich nicht gerade, aber einfach Desinteresse auch drei. Immer so angedeutet. Ich kann ja schon selbst Sachen verzaubern, ist so geil daran. Ja. Da bin ich ja auch gespannt, was in der nächsten Tutorial-Welt so kommt. Dass auch was irgendwas Interessantes kommt, oder? Ob da was Langweiliges kommt? Jetzt haben wir schon Wasser. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Müssen wir wieder nach. Oder haben wir Holz? Nee. Oder? Nö. Ich weiß ja nicht, wie tief das noch gehen tut, aber wie man weiß, haben die Leute das ja verdammt hoch gebaut. Das ist meine Frage des Juvi-Juvis. Oh yeah. Was rede ich da schon wieder, ey? Mensch, bin ich eine Kotzkrücke, ey. Aber jetzt mal sowas von.
Also ich glaube, dazu kann man nicht mehr sagen. Ist auch noch eine. Gut. Machen wir uns gleich mal noch eine. Und dann auf nach unten ins Ungewisse. Naja, die Welt kann ja bis zu 200 Blöcke hochgesetzt werden. Dann laufen wir wieder nach unten und setzen die Tour fort. Bin ja schon ganz gespannt, wo das Wasser ist. Irgendwo in der Nähe. Hier ist es. Richtig geraten. Da würden wir uns jetzt nämlich gerade ausgraben, würden wir wieder sonst wie lange suchen. Mit dass ich abgebogen bin. Jetzt erforschen wir die Unterwelt der Tuturi Stage. Mal den Lapis Lazuli lasse ich noch. Weil ich habe hier ein Buch noch mit Glück 3. Und das würde ich dafür gerne ausgeben. Ja. Groß ist die Höhle aber nicht. So wie ein ganz kleiner Trost, ey. Also die Höhle war ja wirklich mal für den Arsch. Dann grabe ich mich gerade durch. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas noch Interessanteres als nur eine Höhle, die mit mangelhafter Größe beschrieben ist. Keine Ahnung, was hier so gesagt ab jeder war. Nein! Denken ist ja auch wirklich so. Let's Play ist immer mit verschiedenen Stimmungen. Man ist an jedem Let's Play nicht immer in der gleichen Stimmung, oder nicht? Gut! Geil! Hängt du draußen rum. Ja. Was brauchst du, wie ich brauch? Brauch sowieso eine eisene Spitzhacke. Stimmt. Aber ich habe jetzt keine Crafting Station mit, deshalb gehe ich jetzt nochmal nach oben. Meine über andere Let's Player, kleiner viel über andere Spiele, aber wie gesagt, ich kann mir das einfach nicht merken, außer ich will mir was merken. Dann ist es ja eine andere Geschichte. So. Wo komme ich jetzt nochmal raus? Hier irgendwo. Ah, gut. Weiß, also in vielen, man ist in jedem Let's Play nicht immer in der gleichen Stimmung. Ich bin auch nicht immer happy, wenn ich Let's Playern tue. Das ist immer die Scheiße. Weil irgendwann vergeht doch immer ein bisschen die Stimmung, das ist der da so abgefuckt, ist der da so abgefuckt, dass man nicht immer die gleiche Stimmung in der LP hat. Dass manche auch sagen, Spider-Kill ist langweilig, Diabo. Genau. Ja, so ist das. So ist die Geschichte. So. Jetzt werde ich mir erstmal, obwohl ich könnte mir auch Eisen eigentlich schmelzen. Würde ja auch gehen, dann brauche ich das dann nicht kapern. Wo ist denn das hübsche Eisen? Weiß ja nicht, ich meine, ich stelle mir ja schon die nächste große Welt vom Mashup vor. Irgendwie so eine riesige Stadt oder so eine riesige Großstadt. Das ist ja mehr das Gegenteil von Großstadt hier. Ja.
Spring! Spring! Los! Männchen macht puff! Ja, siehst du, jetzt geht's mit der Stimmung schon wieder besser. Die Stimmungsschwankungen. Eine schwankende Stimme. Schwankend. Ja. Ich will jetzt aber mal eins herausfinden. Was? Redstone? Nee. Was ergibt, da gehe ich jetzt aber normales Wasser searchen. Obwohl das abgefuckt in der Tiefe gesetzt ist. Muss ich mich mal nach unten begeben. Füllen wir die 10 Fläschchen auf. Gut. Naja, von Wurf trinken bin ich nicht so ein Freund, wenn man da die Flaschen kaputt macht. Aber die sind effizient hier, um Gegner anzugreifen. Wenn man eine gute Wurfreichweite hat. Also dagegen kann man denn nichts sagen. So. Als allererstes brauchen wir die Netherwarzen. Dieses sie hier kannst du von. Oh, hat gar nicht bedient. Verschiedene Effekte können haben. Drücke B, wenn. Nee, ich weiß ja nicht, was das da mit der Spule sein soll. Eben nur einer. Für den Brennstoff. Mit seltsamer, sie erfordern mindestens so bis zu 20 Zutaten in einem Braustand destillieren. Dafür braucht man jetzt wirklich Lohnstaub, ist ja Wahnsinn. 3 für 200, naja. Wie würde denn nur auswächst? Wir würden wissen, was das hier ergeben tut. Das andere will ich gar nicht wissen. Hä? Moment. Also keine Ahnung war, warum das so gemacht worden ist. Ich fand die frühere Version viel schöner, da brauchte man keine Lohn besiegen. Fauler Spider-Kill! Ja. Fauler Bangel, Alter. Okay. Jetzt gießen wir das hinein. Wenn das geht. Geht nicht mal. Scheiße. Haut ja nicht mal hin. Das womit erstellt man Glückszaubertränke. Versuche jetzt daraus meine Chorusblüte zu machen. Mann, nee, die Dinger sind mir zu schade. Ich finde Chorusblüten eigentlich richtig cool. Da warte ich lieber. Kann ja mal unter Info gucken. Warte mal. Gastrin, Lohnstaub, Glowstone-Staub, Kugelfisch. Creme. Also von Chorus pflanze ich da so gut wie gar nicht dran. Dann mache ich daraus jetzt normale und versuche die irgendwie zu pflanzen, ja. Ich will ja daraus dann ein paar Chorusblüten erstellen. Ich weiß aber nicht, auf welchen Stoff man die noch pflanzen kann.
Das kann ich jetzt aber nach und nach ausprobieren. Ist ja nicht komplett auf Cobblestone nicht, weil da so ähnlich wie in Stein ist. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Wenn nicht, bin ich ein ganz, ganz böser Junge und werdet mir mal erschießen. Bei dem Fortschritt kann ich sowieso nicht mehr ändern. Will ich ja auch nicht. Dann werde ich mir mal sagen, mal 16 Messer oder 10 wie im Spiel. Hä? Wie kann man sich denn da aus? Warte mal. Hä, nochmal. Kann man durch Kochen von Kokosfrüchten über den Ofen? Stellt man sich den Kokospflanzen näher? Das würde ich ja so gerne herausfinden. Aber ich weiß nicht wo. Wenn ihr das wisst, würdet Brotim. Es weiß es nicht. Ich bin mal wieder am Rumhaxeln. Werkzeug und Waffen. Ich weiß es nicht, also. Gibt es keine Angaben, wie man sich das herstellen tut? Sind das unkraftbare Sachen? Moment mal. Braucht man da mehr Kohle? Moment. Nö. Keine Ahnung, wie man die zusammenbekommt. Probier gerade alles aus, aber irgendwie ergibt sich daraus nichts. Ist jetzt wirklich, also das ist jetzt merkwürdig, ja. Autsch. Autsch. Hör ich wieder rum, ey. Ich bin nur noch eine Suse. Eine Suse. So. Irgendwie muss das doch klappen. Alchemie erreicht. Schön. Ist ja witzig, wie soll ich denn daraus eine Kokospflanze herstellen? So was Stiovi-mäßig. Ist ja mal voll scary, Alter. Durchstiefel erstmal alles. Nein. Nein, 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 nein. No, 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 no. Weißt du was, ich glaube, ich lasse die Fortschritte hier aktivieren. Oder ich mache keinen Kreativ-Sheet, weil wenn ich hier noch was, Fähigkeiten erreichen kann, ist das schon cool. Ja, Doofi, Doofi, Doofi. Oh, schön. Scheiße. Gibt es nicht sonst noch einen Gegenstand, womit er hitzen kann oder so? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Hä? Was soll denn das sein? Irgendein Stiovi oder so. Ein Stiovi, genau. Keine Ahnung, was man damit machen soll, aber ist auch eigentlich egal. Dann lassen wir das mal so.
Dann weiß ich auch nicht weiter. Jung, 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 alles wieder reintun. Schön aufräumen. Gut. Also ich glaube, da haben wir erstmal Pech gehabt. Schaf! Fatzen! Ein Schaf bloß. So haben die Wölfe die schon wieder erkillt. Katzen kommt da nicht raus. Also den Bunker haben sie echt gut gebaut. Der muss doch schon springen, Kittingpump. Alle eingebuchtet. So soll es ja auch sein, oder? Ne? Doch. Ich glaube, dann ist es der Part bestimmt wieder rum. Ja, also bis zum nächsten Part. Heute haben wir mal gar nicht erreicht und folgenden Part auch nicht. Also bis dann.